Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Der momentane Trend auf Instagram sind Alphabetical Cakes oder Number Cakes, aber auch als Herzchen machen diese Gebäcke, diese wunderschönen Gebäcke, sich richtig, richtig gut. Und da wir auch kurz vorm Valentinstag stehen, habe ich ein Herzchen gebacken. Klassischerweise, oder kann man schon klassischerweise sagen, zumindest die meisten bereiten diese wunderhübschen Gebäcke mit Mürbeteig zu. Ich habe mich nicht für einen Mürbeteig entschieden, weil wir haben erst Weihnachten hinter uns und irgendwie habe ich auf so einen Keksteig gar nicht mehr so richtig Lust. Ich habe nämlich einen Schokobiskuit gebacken und diesen gefüllt mit einer ganz leckeren Nougatsahne. Mit dieser starten wir auch los, denn hier ist es zwingend notwendig, dass sie mehrere Stunden, am besten über Nacht, im Kühlschrank steht. Die ist wirklich super schnell zubereitet. Das dauert vielleicht höchstens 5 Minuten und muss dann abgedeckt mindestens 6 bis 8 Stunden im Kühlschrank kalt stehen, bevor sie aufgeschlagen werden kann. Damit habe ich auch gestartet. Ich zeige euch als allererstes die Zubereitung der Nougatsahne. Für die Nougatsahne brauchen wir 250 Gramm Mascarpone, 200 Gramm Nuss-Nougat, 6 Teelöffel Sanapart und 600 Milliliter süße Sahne. Zuallererst nehme ich die Sahne mit dem Nougat, gebe beides in einen Topf und lasse das Nougat in der Sahne bei mittelkleiner Hitze schmelzen. Und rühre natürlich ständig um, damit die Sahne nicht anfängt zu kochen und nicht überkocht und vor allem auch nicht anbrennt. Sobald das Nougat geschmolzen ist, nehme ich den Topf vom Herd. Gebe die Nougatsahne wieder in einen Behälter, decke diesen ab und stelle ihn über Nacht in den Kühlschrank. Wie ich schon zu Anfang gesagt habe, habe ich einen Schokobiskuit gebacken. Ich habe hier ein klassisches Schokobiskuit-Rezept gebacken, was ihr auch übrigens super für alle eure Torten verwenden könnt. Habe dieses zubereitet und gebacken und das Ganze noch ein zweites Mal zubereitet. Ich zeige euch jetzt die Zutaten für einen Schokobiskuit, aber wie gesagt, die ganze Prozedur habe ich, nachdem der erste gebacken war, noch einmal wiederholt. Für einen Biskuitboden brauchen wir 190 Gramm Mehl, 70 Gramm Speisestärke, 30 Gramm Backkakao, 225 Gramm Zucker, 10 Gramm Backpulver, eine Prise Salz, 6 Eier der Größe M und etwas Vanillearoma, alternativ auch Vanilleextrakt oder ein Päckchen Vanillezucker. Zuallererst gebe ich die Eier zusammen mit dem Zucker und falls ihr Vanillezucker verwendet, gebt den jetzt auch noch mit dazu in eine Rührschüssel und lasse alles etwa 10 Minuten hellcremig aufschlagen. In der Zwischenzeit siebe ich Mehl, Speisestärke, Kakao und Backpulver. Gebe hier noch die Prise Salz dazu, verrühre alles miteinander und stelle es kurz auf die Seite, bis ich es gleich unterhebe. Nach etwa 10 Minuten ist meine Eiermasse schön hellgelb aufgeschlagen und nun gebe ich mein Vanillearoma dazu, lasse dies noch kurz einrühren und hebe anschließend in 3 Portionen das Mehlgemisch vorsichtig unter. Meine Schablone habe ich ausgedruckt und ausgeschnitten und den Backrahmen habe ich natürlich so groß eingestellt, sodass meine Schablone hier hineinpasst. Den Teig gebe ich nun schließlich hier hinein und gebe den Biskuit etwa 20 bis 25 Minuten in den Backofen. Macht auf jeden Fall eine Stäbchenprobe, denn die Backzeit ist natürlich auch abhängig, wie dick bzw. wie dünn ihr euren Biskuit backt.
Nachdem dieser nun fertig gebacken ist, stelle ich noch ein zweites Mal einen Biskuitteig her und verfahre natürlich ganz genauso. Die Biskuitböden sollten nun vollständig auskühlen, bevor sie verwendet werden können. Dies könnt ihr natürlich auch super am Tag zuvor vorbereiten und lasst die Biskuitböden über Nacht vollständig auskühlen. Sobald dies geschehen ist, nehme ich die Backrahmen ab, stülpe sie einmal um, ziehe das Backpapier ab, drehe sie wieder zurück und schneide den oberen Deckel ab. Bei dem zweiten Biskuit mache ich das ganz genauso, sodass ich nachher zwei schöne, gleichmäßige Biskuitböden erhalte. Und anschließend schneide ich mit Hilfe meiner Papierschablone aus den Biskuitplatten je ein Herz aus. Dieses lege ich nun beiseite und verfahre mit dem zweiten Boden ganz genauso. Die Nougatsahne hat bei mir nun über Nacht im Kühlschrank gestanden. Ist super gut ausgekühlt und jetzt bereite ich sie zu. Und dazu gebe ich zuallererst den Mascarpone in eine Rührschüssel und rühre ihn etwa 1 bis 1,5 Minuten cremig und gebe dann die Nougatsahne unter ständigem Rühren langsam hier dazu. Während des Rührens kommt noch das Sanapart dazu und nun lasse ich die Nougatsahne gänzlich steif schlagen. Bleibt aber bitte dabei stehen, beobachtet das Ganze, denn sie ist nämlich auch ganz schnell überschlagen und wird grisselig. Die Nougatsahne habe ich nun in einen Spritzbeutel mit einer großen Lochtülle gefüllt und damit dekoriere ich den ersten Boden, in dem ich Tupfen aufspritze. Der zweite Boden kommt nun hier oben drauf und das Ganze wird noch einmal wiederholt. An Dekoration könnt ihr hier ganz variabel sein und das nehmen, was ihr gerne möchtet. Ich habe mich für Macarons, Milka-Herzen, Schoketten in Weiß und in Dunkel sowie für Erdbeeren, Brombeeren, Himbeeren, Johannisbeeren und Physalis entschieden. Dieses habe ich dann wahllos und üppig auf der Torte dekoriert. Die Reste des Kuchens, die habe ich natürlich nicht weggeworfen, denn daraus mache ich jetzt noch eine zweite, eine kleinere Torte.
Das Rezept zum Nachlesen findet ihr auf meinem Blog www.nicoleszuckerwerk.de. Den Link dorthin gibt es jetzt hier oben in der Infocard und ihr findet ihn natürlich auch wie gewohnt hier unter dem Video in der Infobox. In die Infobox verlinke ich euch übrigens auch immer alle Produkte, die ich für meine Torten verwendet habe, und vor allem findet ihr auch den Link zu meinem Online-Shop, denn viele Produkte, die ich für meine Motivtorten, für meine Fondant-Torten verwende, findet ihr nämlich auch zum Kaufen in meinem Online-Shop. Ich freue mich, dass ihr heute bei mir eingeschaltet habt, und wenn ihr noch ein weiteres Video von mir sehen möchtet, dann schaut doch mal hier oben vorbei, und hier unten auf dem Foto könnt ihr mir gerne ein kostenloses Abo dalassen und dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns ja gleich in einem weiteren Video. Macht's gut, tschüss!